So, Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, meine Lieben, da sind wir zurück auf der Hof Bergmann im LS22. Ja, eine Nacht verbracht, wir haben November. Die Katzen haben ihren Futter schon bekommen, die sind schon glücklich. Dann, schaut mal, da rennen die Kleinen durch die Gegend. Dann haben wir hier schon kräftig geerntet. Hier, die Sackkartoffeln sind schon durch. Wir haben Eier schon geholt. Da gibt es eine ganze Menge. Wir wollen jetzt mal die Hühner ein bisschen versorgen, weil, schaut mal, ja, wir haben Hühnchen. Wir haben kleine Hühnchen. Wir haben Nachwuchs bekommen. Das ist doch mal eine feine Sache, oder? Finde ich. Ja, ne? Das müssen wir doch mal gebührend feiern, dass wir hier einen schönen Nachwuchs jetzt bekommen haben. Da piepst und tut's und macht's. 20 Stück. Jetzt wollen wir hoffen, dass die nicht davon pesen hier. Ich wollte hier mal so. Genau. Lasst uns mal hier ein schönes Bildchen machen. So, und hier wollen wir kurz versorgen. Die wollen wir ganz kurz versorgen. Dass wir hier auch bald wieder Hühnerfutter im Pack nachkaufen müssen. Kann ich mir vorstellen, dass der jetzt bald den Geist aufgibt. Dann bald leer sein wird. So, solange hier noch was drin ist, kriegen die natürlich noch gut. Hier müssen wir auch den Mist rausholen. Also heute steht ein bisschen Arbeit an hier bei den lieben Tierchen. Hat schon eins nach dem Futter gesucht. Warum nicht? Jetzt. Wie viel ist drin? Haben die genug? Lass mich hier mal kurz schauen. Hühner, Getreide, 579 Liter. Die brauchen Stroh. Hier loslegen, können wir hier mal kurz ein bisschen Mist mitnehmen. So, wir steigen aber kurz aus, legen die noch ein bisschen Wasser. Uiuiui. Glück ist er nicht. Zum Glück ist er nicht ausgeleert worden, nicht ausgelaufen. Lass uns nochmal. Na, wir haben es gerade einmal weit werfen, oder? So, lass uns nochmal einen Eimer voll. Hier nicht mehr eingenommen. Okay, dann ist das hier mit Wasser. Sind Sie jetzt erstmal zufrieden? Dann würde ich den jetzt erstmal hier hinstellen. Hier machen wir zu. Oh. Ah, jetzt. Dach gerade ist nicht zugegangen. So, dann wollen wir den Mist auf den Misthaufen bringen. Kaninchen haben wir ja noch keine.
auch schon wieder alles voll bei den Schweinchen. Aber was wir dringend brauchen, ist Futter für die Kühe. Da ist nämlich gähnende Leere. Nichts anderem reinkommen als bloß mit dem Schubkerrele hier. So, erst mal gemütliches Ausmischen am frühen Morgen. Bei den Kühen, wenn wir da ausmisten, da haben wir dann die Möglichkeit, mit einem kleinen Bagger reinzufahren und einem kleinen Radlader. Sind so die Arbeiten, ne, eines Bauern. Ich nehme euch halt mal live mit, was halt bei uns da so ansteht, ne? Wird es denn jetzt auch aufgelistet? 11.000, jawohl, wird's. Gerade, ob man nicht mit dem kleinen Hoftrecker hier reinkommen. Statt mir hier mit der Das müssen wir mal austesten. Ich probiere das jetzt mal geschwind. Wir haben da so einen ganz kleinen Trecker, so einen Mini-Trecker. Lass mich mal probieren. Ich bringe die jetzt mal ganz kurz zurück, da die Schubkarre. Hier den kleinen Elektrodinger. Lasst uns mal gucken. Hat er. Haben wir denn so eine Minischaufel? Was sind denn die Mini-Sachen? Mini hier. Ja, haben wir. Vielleicht kommen wir damit ja rein.
Ups. Da wollte ich eigentlich lang. Ich eine kleine Schaufel, damit müssen wir doch reinkommen. Jetzt möchte ich das mal austesten. Wir testen. So große Schaufeln. Wo sind denn die kleinen Schaufeln? Lasst uns doch nochmal eine holen. Mini. Lassen die uns gleich liefern. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ups. Das nicht dran machen. Der hat keinen Frontladeranbau, ne? Muss mal kurz in die Werkstatt gehen, ob wir den umbauen können. Das wäre natürlich schon praktisch, wenn wir den umbauen könnten. Geschwind. Hier unser Kennzeichen, wenn wir schon dabei sind. Das ist der Schwab, ein Landini, ein 112. Okay, das haben wir. Jetzt brauchen wir von der Mini-Agrikultur. Den hier und wir lassen uns gleich wieder liefern. So, jetzt schauen wir mal, ne? Montiert bekommen haben. Sollte das ja jetzt gehen. Ja, das sieht doch mal gut aus, oder? Jetzt gucken wir, ob wir da reinkommen. Das müsste eigentlich schon passen hier mit dem kleinen Landini. Jupp. Thank you.
Und mit dem wollten wir noch hochfahren. Das machen wir jetzt gleich. Müssen wir kurz gucken, wollten wir noch irgendwas mitnehmen? Lass mich mal kurz gucken, wie sehen denn die Produktionen dort oben aus? Keine Zucker, Mischrationen, die könnten ein bisschen Heu brauchen. Kalk und Zucker. Ein bisschen Heu könnten wir brauchen, lass mal gucken. Ein wenig hier schon ablassen können. Apfel wollte ich gar nicht mitnehmen. So, ihr Lieben, dann fahre ich jetzt mal hoch. Wir sehen uns dann wieder oben, ne? Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir gerade hier oben an. Viele schöne Mischrationen. Das war nicht hier, das war vorne. Das hier kippen. Hier kommt Heu rein. So, Mischrationen. Der kriegt Heu, Silage, Mineralfutter, Stroh, jawohl. Zuckerrüben können wir ein paar rausholen. Okay, die Steine können wir rüberfahren. Das heißt, wir haben Steine. Kalk brauchen wir auch. Wo brauchen wir nochmal Kalk? Für der Trug Kalk und wir brauchen Zuckerrübenschnitzel. Das sind die Zuckerrübenschnitzel. Steine raus, die wird man dann auch brauchen. Dann muss ich das jetzt erstmal hier abkippen. Einmal die Schnitzel raus. Jawohl, noch irgendwie Kalk. Dann kann das hier schon losgehen mit dem Mineralfutter. Die Steinchen geben. Jawohl, 500. Nicht so wahnsinnig viel, aber ein bisschen was. Die kippen wir dann hier ab. Glaube ich trotzdem genommen. Hier den Kalk.
Spezialfutter. Ich glaube, das reicht so arg viel, nimmt das immer gar nicht. Und dann würde ich mit Mineralfutter zurückfahren zu unseren Tierchen. Das hier nämlich Mineralfutter funktionieren. Wir aktivieren das Ganze. Zuckerrüben haben wir jetzt gerade keine. Mischration haben wir. Also würde ich Mischration holen. Zurück zu den Tierchen. Sehr schön. Die erste Produktionskette haben wir jetzt ordentlich hier am Laufen. Da ist überall was drin. Zuckerrüben müssen wir hier, wie gesagt, noch draufpacken. Und wir müssen heute noch die Grasballen noch einsammeln vom Feld. Vom Wiesenfeld. Ich denke mal, da wird man dann erst in der nächsten Folge dazu kommen. Ja. So sieht's aus, meine Lieben. Das soll schon wieder gewesen sein für diese Folge. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Mir macht es wie immer riesen Spaß. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die man hier machen kann. Ist total abwechslungsreich. Es ist nicht reine Feldarbeit hier. Das ist unheimlich auch Nebengeräusche, sage ich mal, zu tun. Ich denke mal, es ist immer interessant. Es ist auch für mich unheimlich interessant. Ich habe mir dort halt meine eigenen Folgen nochmal zu Genüge des Öfteren angeschaut. Mir macht selber Spaß, die nochmal anzugucken, weil es echt sehr vielfältig ist, was man hier machen kann. Und das macht es einfach aus. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel der Weinbereich dort oben, können wir irgendwann auch uns mal anschauen. Der ist wesentlich kleiner geworden als in der Ursprungsform der Hof Bergmann hier im LS22. Anfangs war es ein Heckmeck, weil es viel zu groß war. Das hätte man gar nicht bewirtschaften können. Aber wir möchten Wein auch gern sehen. Ich möchte es auch noch mal machen mit euch zusammen. Wir machen es einfach dann im kleinen Stil. Vielleicht machen wir auch bloß die kleinen Felder. Oder übernehmen nur eins davon, dass wir nur das machen. Nicht das komplette. Weil in der alten Form vom LS22 wären wir hier 20 Folgen beschäftigt gewesen. Und hätten wir von vorne anfangen können. Das macht keinen Sinn. Das kann man im Single machen, weil man ja auch Cosplay und so dort nicht einsetzen kann. Deswegen, zumindest meine ich das, dass man das nicht kann. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das tatsächlich anders ist, dass das da auch funktioniert. Ja, auf alle Fälle, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.